Willkommen zurück zu Super Meat Boy. Wir widmen uns dieser Warp-Zone, die ich das letzte Mal gekonnt, nicht gekonnt habe. Boah, war das schlecht. Und das ist erst 10 Minuten her oder so. Ich hoffe, mein Skill hat sich regeneriert in den paar Sekunden, in denen ich nicht aufgenommen habe. Das wäre jetzt sehr eigenartig, aber... Nein, ich sag nichts. Ich kenne doch mein Glück. So. Das war klug. So, so. So. Ich sag definitiv nichts in Form von, ihr wisst schon. Okay, das alleinige Denken, dass es gut läuft, reicht. Wie ich das hasse. Ich hasse diesen verfluchten Effekt, aber ich habe die überhaupt so... Oh, und ich habe das weggeklickt. Naja, die Message kennt man ja. So, dann fehlt mir noch ein Pflaster. Da bin ich jetzt unmotiviert, das zu holen. Und wir gehen in the hospital. Yeah. Castlevania Opening. Die Openings der Kapitel sind immer an andere Spiele angelehnt. Was das beim ersten ist, weiß ich gar nicht. Ich kann mir Street Fighter vorstellen, aber... Pff. Naja, Biohazard. Das ist jetzt wieder etwas leichter als die Dark World 1. So, so. Sieht man schon, das ist puppig. Wie man so schön als 10-jähriger Junge oder so sagt. Oh, schade, das war nicht A+. Ja gut, ich glaube, die Zeiten werden schon etwas fieser langsam. Da bin ich froh, dass ich das nicht in Dark World brauche. Na, schade, da hätte ich noch einen Wandsprung gebraucht. So, sup. Was war das? So, so, so. Die Musik ist wieder cool, falls ihr das nicht bemerkt habt. Ach, dieses hübsche Level. Beim ersten Mal konnte ich es nicht wirklich und habe jetzt auch gekonnt das Pflaster verpasst. Mal sehen, wie sich es mittlerweile auswirkt. Ich glaube, ich habe das, seitdem ich das erste Mal gespielt habe, nie wieder gespielt, dieses Level. Was war das denn? Also. Genau die gleichen Pflasterverfehlungen wie letzte Folge in Level 11 oder so war das. Wie mache ich das bloß? Wie mache ich das bloß? Meine Güte. In 10 Fällen oder wie viel das jetzt war, muss man doch einmal das Pflaster treffen und dann fail ich. Mann. Boah, ey. So, wunderschön. Naja, noch ist nicht... Ich wollte es gerade sagen, noch ist das Level nicht vorbei. Es fängt schon wieder wunderbar an hier. So. Was tue ich bitte? Mann. Was das jetzt war, dazu sage ich einfach mal überhaupt nichts. Das sah sehr komisch aus. You unlocked something locked. Das habe ich nicht wirklich verstanden beim ersten Mal und beim zweiten Mal jetzt auch nicht wirklich, aber was soll's. Ja, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ma, ich hätte nicht springen dürfen. So, durch... Wow. Durch... Durch... Wow, wow, wow. Die schießen öfters, die unteren. Scheint so. Ach nein, ich hasse die Propeller. Ich verfickt nochmal hasse die Propeller. Ich kann diese Physics nicht. Die sind für mich irgendwie unbegreiflich. Die sind eigenartig und komisch und bläh. So, aber egal. Level geschafft, Grade A+. Big Empty. Ach, das war das Level. Wartet. Sofern ich mich richtig... Genau, da ist noch ein Pflaster. Das möchte ich natürlich sammeln.
So. Und ich möchte es in den Propeller sammeln, genau. Hallo. So. Und runter mit dem Meat Boy. Mein Gott. Schafft man das? Ja, man schafft es. Schön. Also Meat Boy kann echt krasse Wandsprünge, muss man mal so sagen. So. Was? Okay. Ich hätte gedacht, das funktioniert so souverän. Ich hatte es nicht mehr wirklich im Kopf, aber ich hatte es jetzt erwartet. Ach Gott, der ist doch viel kleiner, der Propeller. Also der Luftstrom auf jeden Fall. Wie kann er so episch abgehen? So. Und hepp. Und hepp. So. Und Weitsprung. Und jetzt gehe ich das mal etwas vorsichtiger an hier. Oh. Die werden man sieht nicht, wie stark die Luftströme sind. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, wie stark die Blasen. Jetzt habe ich es trotzdem gesagt, aber unwichtig. Ich bin ja kein Kleinkind und lache über sowas. Ihr vielleicht schon, aber ist mir auch unwichtig. Mann. Hässliches Pflaster, echt. So. Da drauf. Darunter Krankenwagen. Ich weiß nicht, ob man den in der Aufnahme hört, aber Krankenwagen. Mir ist warm. Ja, ich weiß, mir ist oft warm. Geh nicht so verflucht nochmal ab. Genau, so. Der geht echt voll ab, der Propeller da unten. So, mein Gott. Schaffte ich doch diesen Sprung. So. Dann nochmal an die Scheiße hier. Boah, jetzt hätte ich... Hallo! Wie geht das denn? Wenn ich da reinlaufe, dann erwarte ich, dass er hochgehoben wird. Nicht, dass er an der Ecke des Propellers stirbt. Oh Gott. Was ich vor allen Dingen lustig finde, das Level ist wieder nicht schwer. Manche Level schaffe ich extrem souverän. Da bin ich überrascht von mir selbst, muss ich zugeben. Aber, ist schon wieder. Sowas ist unbegreiflich. Was ich da für ein Bullshit zusammenspiele. Wow. Das war irgendwie mal voll lucky. Oh, und das nicht. Dieser Sprung ist dumm. So, der ist wahrscheinlich noch nicht mal so gedacht. Man soll einfach den Mega-Föhn da unten nehmen, aber nö, das kann's knicken. Oh, 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 oh. Und durch. Schön. Jetzt nur noch das Ganze in schnell. Freue ich mich drauf. Und so viel habe ich diese Folge gar nicht geschafft, wenn ich ehrlich bin. So. Ich will da hin, genau, und dann kann ich so und dann, hey, 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 ich bin voll toll und so. Was war das denn jetzt? Seit wann geht der erste so übermäßig ab? Ah, ich will da nicht direkt rein, es stoppt mich nur. So ein bisschen Physik hat das Spiel ja schon. So, dann so, und war das schnell genug? War das schnell? Ja, das war schnell genug, schön. Ach nee, das Level mag ich nicht. Also, hallo, springen. So, hier drüber, bitte. So, hier drüber. War hier nicht irgendwo ein Pflaster? Ah, ne, das war in Dark World, das Pflaster. Genau, ich könnte noch mal eben sagen, zu den Pflastern oder halt Warp Zones. Es kommt in einem Level nie in Light und Dark World Pflaster oder Warp Zone vor. Und das war leider nicht schnell genug, war irgendwie zu erwarten. Naja, das war schon wieder viel zu lahm. Mein Gott. Ich kann auch einfach einen Wandsprung machen. Mensch. So. Na. Natürlich kommt man da nicht einfach... Ah doch, okay. Dann
muss ich gar nicht oben rum gehen, aber ich muss auch das direkt... Ach, fick dich doch, ich gehe oben rum. Hat besser geklappt gerade. So. Siehst du? Seht ihr? Ah, das ist auch ein Scheiß hier. So. Great A Plus, schön. Ach ja, die hässlichen Schleime, die keiner braucht, aber trotzdem da sind. Was war das denn? Kann ich mich direkt töten für. Stirb, Meatboy, du hast es nicht verdient. So. Nö. Wo? Oder war Zeug? Okay. Schaffe ich das? Na, ich schaffe es theoretisch komplett direkt, aber ich lasse es einfach. Ah, Gott. Ich will an manchen Stellen definitiv viel zu schnell hier durch. So, die A-Plus-Zeiten sind in Light World eigentlich human. Ich sollte das lassen, so krampfhaft schnell hier durchzuwollen. So, sag ich ja. Ah ja, ein schön designtes Level. Aber finde ich jetzt vom Level an sich nicht so gut. Aber egal, hier ist eine Warp Zone. Das sieht man nicht unbedingt, aber egal. So, und zwar war die rot, das heißt Charakter Warp Zone. Yeah. Leck, leck, leck. Plumps. Dab. Dab, dab. Bandage Girl. Ja, der Timer ist abgelaufen, wenn man das jetzt gehört hat. Schuhe. Warum er Schuhe leckt. Obwohl, es ist, glaube ich, eine Sie. Warum sie Schuhe leckt, weiß ich nicht. Aber das ist Chill von Mighty Chill Off. Ja, kenne ich nicht das Spiel. Wahrscheinlich, wenn man es kennen würde, weiß man, warum sie Schuhe ableckt. Aber ich weiß es nicht. So, das ist die Jill-Charakter-Warp-Zone. Eine kurze Erklärung zu Jill. Er kann das hier, indem man immer weiter auf den A-Knopf tippt, haut, masht, sonst was. Ja, die Emero sagt in seinem Meatboy Let's Play, dass er den nie anrühren würde, weil er den schlecht findet. Sie. Ich sag immer den, weil irgendwie, weiß nicht. Ich verstehe es nicht. Ich finde, das ist jetzt nicht der tollste Charakter des Spiels, aber in manchen Stellen und vor allen Dingen für manche Pflaster ist Jill sehr geeignet, meiner Meinung nach. Aber ist eigene Meinung, will ich mich nicht einmischen. Emero wird das auch vorerst sowieso nicht sehen hier. Davon gehe ich mal aus, was habe ich denn jetzt fabriziert? Was fabriziere ich die ganze Zeit hier eigentlich? Das ist stupide und einfach gerade. So. Mann, spring doch nicht gegen die Stachel. Spring doch nicht gegen Staffel. Staffel? Okay. So und so und so und so und so und durch. Und das letzte Level ist jetzt, soweit ich weiß, nicht schwierig. Man muss einfach nur hier runtergeleiten und dann Penis. Ach, wie bitter war das denn? Die 8-Bit-Version der was tue ich da? Ich brauch doch nur in die Lücke. Meine Güte. Aber die 8-Bit-Version der Kapitelmusiken sind echt zu größten Teilen richtig cool. Wobei die Originalstücke auch ziemlich cool sind. Ich hab's wieder weggedrückt. Schade. You unlock Chill from Mighty Chill Off. So. Ja, damit wär's das für diese Folge. Ich werde mich aber noch zu einem anderen Level begeben, denn jetzt habe ich Jill, mit der ich, wie gesagt, das eine Pflaster noch hören will.
Jetzt weiß ich gerade gar nicht genau, welches Level das war. Ich glaube, es war das... Nein, Two Roads war es sicherlich nicht. The Clock? Ne, da habe ich ein Pflaster. Whitewash. Mist. Ach, ich... Egal, ich weiß es gerade nicht. Und ich habe bestimmt schon wieder die Folge überzogen. Wunderbar. Also, tschüss, Leute.